Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit mir, den Seewetter Let's Player. Wir fahren heute die Linie N10 auf Berlin BRT. Wir starten von der Herzallee und fahren zur Wahler Straße. Also so gesagt eine Nachtlinie. Die Nachtlinie dauert ungefähr 50 bis 55 Minuten. Sprachenlern-Bubble an der Stelle. Wir fahren heute, wie versprochen in der letzten Folge, mit den Carper CTL in der 21 Meter Variante. Letztes Mal sind wir ja die 20 Meter Variante gefahren. 20 oder 19? 20. Ja, heute fahren wir mit der 21 Meter Variante. Ja, so durch die Nacht. Gut, man kennt es nicht als Nachtbus in Carper City, aber bestimmt irgendwie in Hamburg. Gut, die letzten, die rücken da ja auch sehr spät auf dem Fuhrpark ein. So, wir setzen uns mal hinter Steuer, stellen uns das Dashboard noch ein und machen das Fahrgastlicht gleich mal an und die Heizung, aber zuerst Gehörprobe. Erstmal hier nach hinten setzen. Ah, schön, da läuft die Heizung auch direkt an. Und zwar machen wir hier nochmal off und on. Auf Nummer sicher gehen, machen uns hier das nochmal schön muckelig warm, denn draußen sind 1 Grad, den machen wir auch noch an. Der Fahrgast ist ja eigentlich an. Und dann stellen wir hier nochmal schön das Licht ein. Den hier. Nachtmodus haben wir hier nicht in das Ding. Das brauchen wir auch nicht, solange es hier nicht regnet oder sonstiges. Ja, wir haben noch 3 Minuten Zeit. Wir gucken einmal schnell auf den Fahrplan. Genau, Herzallee 110. Ja gut, ist es die N10. Ja, und dann Wahler Straße Terminus. Ihr seht, ungefähr 48 Minuten. Ich schätzungsweise 50, 55 jetzt in dem Sinne. Ja, wir heizen jetzt hier schon mal ein bisschen vor, würde ich sagen. 3 Minuten zur Abfahrt. Vorbereitet ist ja soweit alles. Haben wir hier eigentlich... Ne, wir haben keinen Abbiegeassistent. Weiß gar nicht, ob die Kameras hier gehen. Ne, ich glaube nicht. Aber sonst sehr schick gemacht, das Fahrzeug. Ja, genau. 21 Meter Variante. Gib ihn, ne? Jo, dann würde ich sagen, wenn wir hier bei 11 Grad angelangt sind, na gut, wir machen es schon davor, ne? Legen den Gang ein, lösen die Feststellbremse und schalten da klar das Licht ein. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal zur ersten Haltestelle hier. Weil hier stehen wir noch am Terminus, den schalten wir auf den Nachtmodus. Und dann gib ihn, heute mal wieder eine längere Fahrt hier. Gab es ja lange nicht mehr, und so gesagt, so getan, Fahrscheinverkauf auf einfach. Und ja, gib ihn, ne? Gut, wir werden jetzt eh, denke ich, erstmal keine Fahrgäste hier haben. Herzallee. Herzallee. So können wir die Tür auch noch zulassen und ein bisschen heizen hier im Bus. Gut, der Bus ist auch noch nicht auf Temperatur, ne? Aber, soweit ich weiß, kann man hier auch gar nichts weiteres durchschalten, ne? Ne, man kann hier nur Start. Wir haben sogar Tempomat. Das ist ja schön. Ja, den werden wir aber, denke ich, nicht so brauchen. Weiß gar nicht, wie das hier in Berlin mit den Ampeln in der Nacht sind. Ob die teils aus sind oder an sind. Das werden wir ja sehen. Ich bin halt auch noch nicht im nächtlichen Berlin gefahren. Das ist hier alles ganz spontan. So. Ja, der Kollege, ja gut, die Ampel denkt jetzt, wir fahren. Aber machen wir ja gar nicht. Ja, ist ein bisschen doof.
Und dann kann er jetzt hier gerne noch eine Minute stehen. Sag dazu jetzt einfach mal gar nichts, ne? Muss er ja selber wissen. Er sieht ja den Bus hier stehen. Ja. Ja, sehr früh morgens, 3:10 Uhr, ne? Wir sind der Nachtbus. Das können wir hier nicht. Anforderung, Ampel gesendet, Rudi ist schon. Ja, 11 nach geht's hier los. Rudi, dann würde ich sagen, können wir schon mal abfahren. So, Türfreigabe raus. Oh, da fährt noch ein NG hin, Alter. Schön, schön. Und wir hier mit unseren neumodischen Karren bewegen wir uns durch Berlin. Ja, gut. Ist doch auch mal was ganz Feines hier. Vom feinsten Ei, ne? Den Carper City hier. Oh. Ja, da geht's schon los. Wenn man mal eben kurz hinten drinne sitzt. So. Wir müssen jetzt hier rechts, war das, ne? Ja, Tatsache. Damit wir zu unserer Haltestelle kommen. In der letzten Folge oder irgendwie davor bin ich ja geradeaus weitergefahren, weil ich das so aus, ja, sagt schnell, Tebas kenne. Aber ich habe dann im Endeffekt gemerkt, ups, das ist ja ein bisschen falsch, ne? So, das Öhmchen läuft schon mal. Wir müssen vorne halten. Ja, das sieht ganz gut aus. Ah nee, nur ein Fahrgast. Guck mal, da hätten wir auch ein K nehmen können eigentlich. Ja, so, hier haben wir auch noch eine Minute zu stehen. Aber machen da klar hier die Tür zu, sonst wird's kalt. Weiß na klar nicht, ob hier jetzt noch Fahrgäste kommen in dem Sinne. Also machen wir mal die Türfreigabe rein. Wir sind ja ganz nett, ganz vorzüglich. Und dieser Karren senkt sich ja auch nicht automatisch ab. Da sind wir ja ganz an oberster Stelle. Weil, Nielen, weiß ich nicht, braucht man das? Ja, in Berlin haben die das ja standardgemäß drinnen, ne? Weil wir hier in Hamburg, Norddeutschland, eher nicht, auch mit der automatischen Haltestellenbremse. Das ist ja so ein tricky, ne? Guck mal, wir könnten auch 201 Fahrgäste mitnehmen, ne? Wenn man mal überlegt, ne? Hier oben. Uiuiui. Aber für Nachtbus ist das na klar, ne? Da hätten wir auch ein LE nehmen können. Aber gut, ne? So ist das. So, bis zur nächsten Haltestelle haben wir auch Zeit. Ja gut, aber naja. Ne? So, ja, dann fahren wir ab. Mal auf ganz schnelle Weise hier. Aber wir haben E-Route, also von daher bringt uns das nicht. Nicht bringt uns das. So, jetzt muss ich eben mal gucken, was die Hilfspfeile denn hier sagen. Die sagen gar nichts, okay. Das ist mir neu, dass hier die Hilfspfeile fehlen. Aber ich denke, bis zum Kurfürstendamm schafft man das. Die fehlen ja überall. Ah ne, komisch. Komisch, komisch. So. Dann wollen wir mal. Jetzt habe ich ein Bild gemacht. Ja. Katastrophe. So. Ja. UQ Fürstendamm. Dann fahren wir eine kleine weiter. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Moin, Kollege. Schön hier durch Berlin City. In der Nacht. Gut. Am Morgen. Die ersten stehen schon auf. Und fahren zur Arbeit und Berlin ist ja immer belebt eigentlich, wenn man so überlegt, ne? Das ist ja gut. Hier sollen wir 17 nach abfahren, aber ich glaube nicht, dass wir hier bis 17 nach stehen bleiben, denn wir müssen ja zur nächsten Haltestelle auch noch irgendwie kommen. Die 17 Minuten müssen wir, glaube ich, aufplanen oder einplanen. So. Abend, morgen. Oh, sorry. Sorry. So, jetzt können wir auf Anforderung hier warten. Ja, irgendwie kommt doch grüne Anforderung. Wir können hier nochmal die Türfreigabe reinmachen.
Auf ganz chillig-millig. Naja. Was soll's, was soll's. Wir kriegen hier irgendwie. Doch, jetzt kriegen wir eine Anforderung. Mensch. Ah, so. So. Dann geht's hier weiter links. Da steht noch ein SD. Und dann bauen wir hier links. Da spalten sich. Und man merkt, auf berlinerischen Straßen ist hier nichts mehr los. So, das passt alles, das passt alles. Bad haben wir auch. So muss das. Drei Fahrgäste. Ganz schön mickrig. Aber jetzt kommen noch zwei. Ja. Bei den Nachtlinien, da spart man sich ja auf jeden Fall was. So, die N19. Die steht auch schon dran. Eskunewal. Nee. Das ist die M19. Steht noch ein Bus hinter uns? Na, der müsste ja gleich kommen. Ja, ich glaube, ich sehe ihn da hinten. Ja. Da sind wir vor ihm da. Das kann doch nicht sein. Ja, wir fahren hier ohne Verspätung, ne? Haben zwar trotzdem noch eine Minute, machen wieder zu, sonst ist kalt und nicht mehr mucklig warm. Beschweren sich die Leute hier. Oh, Erik, was machst du hier? Mann, 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 Mann. So. Also wir blinken noch nicht. Ist der Kollege jetzt hinter uns? Nee, noch nicht. Der droht da hinten. Oder fährt gerade rüber. Da kommt er. Ganz langsam. Naja, ganz langsam. Der schießt auch um die Kurven hier. Der ist halt schon gewohnt. Ich sag's euch. So, wir müssten jetzt auch anfangen zu blinken. Jo. Und, ja. Sofort, sofort. Udi, dann können wir hier auch abfahren. Würde ich mal behaupten. Anforderung kommt. Bleiben wir mal hier lieber stehen. Bevor die Leutchen gehen. Die will ich nämlich nicht umsemmeln. Aber gut. Wir haben auch Fahrt. Das passt. Und zum Glück haben wir den Kollegen hinter uns. Weil sonst wäre das ein bisschen Katastrophe gewesen. So, dann geht's hier wieder rechts rüber. Bleibtreustraße. Bleibtreustraße, da sind sie alle treu. Ich sag's euch. Ah, hier im Fahrt. Ja, und wie ihr seht, die Ampeln sind in Berlin auch nachts an. Ein Wunder. Berlin lebt, oder wie war das? Ah, jetzt. Na, doch nicht. Ampel hat sich umentschieden. So. Oh, ja. Hör mir auf, hör mir auf. So, wann haben wir denn hier Abfahrt? Um 18 Uhr. Oh, das passt ja alles. Wie aufs Auge. Zu 30, sagt die Ampel. Das sollte stimmen, dass die gleich umschaltet. Jo. Jetzt fahren wir mit 50 hier rüber. Dann müsste die andere Ampel signalisieren, dass wir über 40 fahren. Oliver, Platz. So. Ja gut, da kommt gar keine mehr. Ah doch. Die zeigt aber gar nichts an, weil rot ist. Für uns. Ah, jetzt grün. Wollen wir mal kurz auf die 30 gewechselt haben, oder was? Naja, naja. Haltewunsch haben wir auch jetzt. Mal was Neues. Mal was Neues. Manuel Neuer. Ja, komm. Wir müssen ein bisschen vor, denn ich habe den Kollegen noch hinter mir. Fällt mir gerade so spontan ein. So, 19 nach Abfahrt. Guten Abend. Ah, ich sage immer guten Abend. Guten Morgen. Die Dame. So. Ach so, hä? Ah, zweite Tür manuell. Schön. Alle raus. Jo.
Mann, 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 Mann. So. Können wir mal langsam, glaube ich, die Heizung ausstellen. Ach so. So. Hört man auch ein bisschen Sound vom Busen. So, 50 die Ampel. U-Bahnhof Adenauerplatz. Adenauerplatz. Fahren wir doch hier rechts rüber einmal. Und die zeigt uns Strich an. Schön. Schön, dass sie auch da oben ist, wo man sonst nicht hinguckt, ne? Naja. Ja, aus dieser Folge werden wir auf jeden Fall ein Teil machen. Safe? Ihr habt gedacht, ich sag jetzt, wir werden aus dieser Folge zwei Teile machen. So, Radlfahrer haben grün, aber wie noch rot. Nee, jetzt. Ah, da kommt eh kein Radlfahrer. Das ist auch wieder ein Haltewunsch. So. Adenauerplatz, ja genau. Da haben wir sogar jetzt Verspätung. So, Anforderung kommt. Die haben rot. Und wir dürfen fahren. Schön, der Kollege drängelt sich auch von hinten so durch. Als würde er gleich überholen wollen. Naja. So, Tempomat können wir hier nicht benutzen. Lenina Platz, Schaubühne. Lenina Platz, Schaubühne. Ach, ich möchte gar keiner. Ja, dann fahren wir weiter. Dann passt das. Dann passt das alles. Agathe Laschplatz. Moin. Auch eine N-Linie. Jetzt haben wir wieder gleich 3 Minuten Verfrühung. Ah, diese Nachtlinie. So. Ich hoffe, das ist denn auch hier richtig rumzufahren. Aber es sieht richtig aus. Jo. Hier schön mit dem Carper City rein. Ein bisschen weiter vor. So, das passt alles. Steigen sie aus, kommen sie rein. Machen wir schnell die Butze hier wieder zu, sonst kühlt die nämlich aus. So, 3 Minuten Zeit hier. Mann, wer hat sich das denn ausgedacht? Da können wir noch mal einen nuckeln hier, ne? Mann, Mann, Mann. So. Ah. Ich denke, Fahrgäste kommen hier eh keine mehr. Naja. So schön ist es in Berlin. Nachts. Aber auch nur nachts. Stehen hier halbwegs perfekt drinne. Du musst das. Und ihr sitzt alle nicht. Und hier steht auch noch ein Kleiner. Alle Sitzplätze frei. Omsi-Logik. Es sind auch nur noch 3. Also der hier und die 2. Die lehnen sich hier an anscheinend. Naja. Gewusst wie oder was? Oder wie war das? Naja. So, wir stellen mal hier gleich 2 Minuten vor. So, und dann Abfahrt. Abfahrt 30. 30er Zone. Naja, will hier überhaupt jemand mit? Nee, aber wir müssen trotzdem halten. Joachim-Friedrich-Straße, Westfälische Straße.
Mann, Mann. Auch 25 nach Abfahren hier. Die nächste ist dann 28, 3, nee, eine Minute eingeplant. Wö? Muss ich das verstehen? Das ist ja wie auch bei manchen KVG-Linien hier. Naja. Das sollte man schaffen anscheinend. Mit ein bisschen Gefühl. Sesener Straße. Sesener Straße. So, 30er Zone hier wieder. Da kommt uns wer entgegen. Sesener Straße kann man aber mit dem Vieh hier nicht anfangen. Da ist keine Chance. Da sehe ich schwarz drinne. Möchte aber eh keiner mit, also. Bin mal gespannt, was wir hier für Kilometer fahren. S-Bahnhof Hohenzollerndamm. Hohenzollerndamm. So, wieder 30. Tempomat regelt. Er rettet uns hier alles. Wenn ihr im Blitzer kommt, ja, dann Arschkarte. So. Mit drei Fahrgästen und dann Carver City. Spinnt die BVG? Naja. Achso, hier ist noch für Radlfahrer. Ich verstehe, ich verstehe. So. Na, wann kriegen wir hier grün? Jetzt. Die Radlfahrer kriegen aber ganz schön früh grün. So. S-Bahnhof Hohenzollerndamm. So, fährt die S-Bahn nicht mehr, müssen sie den Bus nehmen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Moin. So, und dann geht's auch direkt weiter. Geradeaus. Achso, die Busspur endet hier. Ich verstehe, aber er lässt mich. Das ist nett. Kunorstraße. Kunorstraße, da waren wir auch noch nie. Oh, schöne leere Straßen hier. Jetzt fehlt so ein bisschen der Retarder. Aber gut, das geht, ne? Das geht. Da möchte ja gar keiner. Aber dann fahren wir weiter. Hat er zwar Anforderungen gesendet, weil ich über die Schwelle gefahren bin, aber was soll man machen? So ist das Leben. So ist das Leben. Salzbrunner Straße. Hier gibt es überall eine Busampel. Das ist schön gemacht. Hier jemand mit? Wir haben auch keine Verfrühung. Das passt wohl alles. Das passt wohl alles. So, Tempomat rein. Falkenbeckstraße. Was ist das denn für einer hier? Auch die N10. Guck mal, die wird mit dem Solo gefahren. Wir haben hier Luxus. Die können sich hinsetzen, wo sie wollen. Da jemand mit? Nö, auch nicht. Jetzt geht das ja hier ratzefatz. Muss ich sagen. Mann, Mann, Mann. Elsterplatz, Beginn der Umleitung. Ja, wieder Umleitung. Ich hoffe, Omsi Navigation weiß Bescheid. Oh, hier sind sogar Hilfspfeile. Sehr nett. So. Hier will auch keiner mit. Was ist denn hier los? Nachtbus so leer? Vielleicht sind wir ja auch außerhalb Berlins.
Also, ne, so. Naja, ne? Kann man machen, muss man nicht. Roseneck, Hohenzollerndamm. Da will zu 100% jemand mit. Roseneck. Wir haben hier auch eine Minute Verfrühung. N10 fährt sowieso geradeaus. Also. So. Dann bleiben wir hier mal fix stehen. Eine Minute. 32 erst Abfahrt. Tatsache. Kann man hier eigentlich auch unter Bedienung den Drucker öffnen? Nee, das geht nicht. Schade. Boah, ein bisschen hell hier, ne? Im Dunkeln ist gut munkeln, wa? Tick-tack, ticke-tacke, ticke-tacke, Hühnerkacke. So. Dann will ich hier mal eben kurz auf WhatsApp gucken, was diese Nachricht macht. So, ja, 0:30, dann können wir schon mal abfahren hier auf die linke Spur. Denn wir wollen ja geradeaus. Aber da eh rot ist, können wir da nichts machen. So, N10. Jo. Das passt, das passt. Ah, schön, so ein langes Fahrzeug, ne? Ich hab den längsten und du den kürzesten. Obwohl er einen Gelenkbus hat. Hahaha. Aha. Der hat eine Betriebsfahrt anscheinend, oder? Ja, Betriebsfahrt. Betriebsfurz. So, grün. Grüner wird's nicht. Der Kollege, der bleibt an der grünen Ampel stehen. An der grünen Fahrt stehen. Naja, nicht unser Problem, ne? Messelstraße. So. Können wir hier ein bisschen runter retardern, wollte ich gerade sagen, aber wir haben ja gar keinen Retarder. Naja, müssen wir das mit Tempomat irgendwie regeln. Das passt. Da will auch keiner mit. Naja, können wir die Hilfspfeile, glaube ich, auch wieder ausmachen. Denn brauchen wir anscheinend nicht. Da ist OMSI Navigation wohl richtig gut am Stissel. Pücklerstraße. Pücklerstraße, da haben wir 35 Abfahrt. Also gleich auch eine Minute anscheinend. Verfrühung. Ihr wollt da hinten nicht aussteigen? Einer sitzt dort. Nee, die stehen hier alle. Was macht er? Der ist geistig verwirrt. Naja, wir fahren mal hier eben kurz an die Haltestelle. Lassen die Verspätung eben, die Verfrühung mal eben los. Bücklerstraße um 35. Da sind wir aber noch ein bisschen früh. Können wir hier in der Zeit eben nochmal aufheizen. Oder auch nicht. Der Bus will nicht mehr. Ja, ist doch on. Nö. Der will nicht mehr, der will nicht mehr. So, 34. Ja. Dann können wir schon mal abfahren. Mit einem Kickdown, mit einem saftigen Void-Getriebe. Egal, Void mag ich ja nicht so.
Jetzt heizt er. Auf einmal. Naja. Finkenstraße. Finkenstraße. Finkenwerder Straße oder was? Sind wir im Finkenwerder oder was? Schnackst du platt oder was? So, hier können wir auch nochmal halten. Da geht's auch gleich mit einer Busspur weiter. Finkenstraße um 36 nach. Ja, wir kriegen hier jetzt gerade halt ein bisschen Verfrühung dadurch, dass wir keine Fahrgäste. Aber hier sehe ich Gutes drinne. Ja. Claire-Lee. Ja. Da sehe ich Gutes drinne. Dann können wir hier auch schon abfahren. Würde ich sagen. Oder würde ich behaupten. Ja, was ist denn jetzt los? Gibst du auch Gas? Ja, mit Tempomat gibt da nicht so viel Gas. Aber muss auch nicht, das reicht. Königin Luise Straße, Clay Allee, Ende der Umleitung. Das ist eine komische Umleitung. Wo fährt die denn sonst durch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr bis zu dieser Stelle geguckt habt. So. Ja, ihr seht richtig. Wir fahren heute mit dem Kaper. Guten Tag. Guten Tag. Moin Moin. Alle fahren sie schwarz. So. Dann ab zur nächsten Haltestelle. Verstehe ich nicht mit der Abfahrtzeit. Wie ihr seht, achso, wir können ja ein bisschen schneller jetzt hier fahren. Hier sind 50. Also, ne? Da stand von bis 22 Uhr, glaube ich. So, ja, da kommen wir mit Verspätung an, wa? Ja, ich glaube schon. 37 da auch Abfahrt, wie bei der Clay Allee. Naja. So, fahren wir hier rüber. Da stehen sogar Fahrgäste und die Ampel ist hier mal aus. Das ist doch schön. Schön in der Nacht. So, moin moin. Boah, der Bus, der... Die Temperatur, die fällt gleich. Das ist heftig. So. Können wir wieder an der nächsten Haltestelle pünktlich abfahren. Würde ich mal so stark behaupten. So. Können wir den Bums wieder ausmachen hier. Hüttenweg. Da möchte wieder Coiner rein. So. Fahren wir mal ganz gechillt weiter mit 46. Denn wir haben eh nichts zu verlieren. So. Busch die Waldfee, einmal den hier machen. U-Bahnhof, Oskar-Helene-Hain. Bus darf geradeaus weiterfahren, das ist sick. Und halten müssen wir eh. Da will sogar noch ein junger Mann rein. Guten Morgen. Jo, bitte einmal abstempeln und einmal vor, danke. Gute Fahrt. So. Wir dürfen uns hier eh rausdrängeln. Ja, siehst du wohl. Die lange Wurst. Ich hab die Länge. Oh, da war rot. Ja, jetzt grün. Habe ich doch nichts falsch gemacht. Perfekt. Clay Allee 229. Jetzt haben wir wieder 2 Minuten Verfrühung. Mann, 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 Mann. Die Linie, die zieht sich hier. Aber da können wir ja den Trick 17 machen. Einfach mal vorspulen. Können wir nämlich gleich abfahren. Pünktlich.
Da kommt keiner. Würde mich auch wundern, wenn da jetzt jemand kommen würde aus dem Nix. Also von daher. Leichhardtstraße. Leichhardtstraße. Da möchte anscheinend auch keiner mit und raus. Nee, sieht nicht so aus. Scholzallee? Bin ich richtig? Liege ich da richtig? Schützallee. Schützallee. Ah, das ist ein, nicht ein Oi. Weil das hier auf Navi, um die Navigation, ne? Ihr wisst Bescheid. So. 42. Schützallee. Sind wir pünktlich. Der Bus temporiert sich wieder aus. Ja, Anforderung, ja du. Anforderung bringt mir hier gar nichts, wenn die Ampel eh aus ist. Also. Das bringt uns gar nichts. Gar nichts. Ich sag euch das. Oh, wir sind jetzt schon 10,6 Kilometer gefahren. Mann, 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 das geht zu schnell hier. 10,7. Ja gut, wir fahren jetzt hier auch schon 36 Minuten und ja, ne, halten überall, so gesagt. So. Geht's hier einmal auf die Busspur, die auch nur kurz ist. Hier haben wir 43, 42, ne, 43 Abfahrt, das passt auch. Ah ne, die Busspur geht hier weiter, das ist gut. Tippitoppi. Tippitoppi. Da ist eine Ampel, die an ist. Es geht gar nicht um diese Zeit. Seelendorf, Eiche. Es war klar, dass wir hier Verfrühung kriegen. Oh, das war knapp, ey. Fast Außenspiegel mitgenommen. So, Buster fahren. In dem Minute haben wir Verfrühung. Seelendorf, Eiche. Fast 2 Minuten hier, ne? So, Türfreigabe lassen wir nochmal drinne. Wann haben wir Abfahrt? 45. Also gut in einer Minute. Ja, und keiner wollte bis jetzt einen Fahrschein. Das wundert mich, das wundert mich. So. Jabadabadu. So. Einkaufszentrum fahren wir auch noch. Wo sind wir denn hier gerade auf der Dingens? Seelendorf Eiche. Seelendorf Eiche. Joa, fast am Ende, kann man so sagen, ne? Ende vom Lied. So. Bis zur nächsten Haltestelle haben wir 4 Minuten. Und die nächste ist hier gleich. Es Seelendorf. Da muss ich aber kurz mal tricksen. Tricksen und tarnen. So, bitte abfahren. Das würde ich gerne. Aber der Bus lässt mich nicht. So, 3:45 hier in Game. Jetzt ist hier 30. Werfen wir hier nochmal die Heizung an. S-Bahnhof Seelendorf. Beginn der Umleitung. Noch eine Umleitung. So. Da möchte auch noch wer mit. Moin. Wollte gerade sagen. Also die Textur spinnt ja hier oben so ein bisschen. Hin und her hier. Nee, nee, nee.
So. Eine Minute haben wir hier noch. Der Bus ist an sich schön zu fahren. Oh, da möchte sogar noch wer mit. Moin. Da kommt der Hamburger wieder aus mir raus. So, was kommt denn hier noch in einer Minute? 2 Minuten, gut. N12 noch. Ich glaube, die N12 können wir auch fahren. Bin ich mal der Meinung. So. Einkaufszentrum oder habe ich die falsche? Naja, doch, das passt. Das passt. So, wie viele Minuten haben wir bis zur nächsten? Ha, keine Minute. Also können wir jetzt schon abfahren. Da kommt keiner. Anforderung ist trotzdem gesendet, bringt uns aber gar nichts. Ach, hier ist 30. Oh, und eine rote Ampel. Machnower Straße. Naja. Ja, dann kann das gut hinkommen hier mit den 50 Minuten, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Jo. Fahrt. Fahrt ist Gold wert, ne? Da möchte auch wer mit. Eigentlich hätte man die Haltestelle hier auch weglassen können. Und nur Zehlendorf nehmen können. Naja. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Jetzt geht's los. Eine normal. Regeltarif. Jo, bitte. Dann gibt's 10. 6, 1. Wieder. Ich sag euch das. Das geht hier ratz und fatz. So. Jetzt haben wir eine Minute Verspätung hier noch zum Schluss, oder was? Oder wie? So. Ich sag euch das. Jetzt haben wir 5 Minuten bis zur nächsten Haltestelle. Ja, dann tuckern wir auf jeden Fall mal durch. Weiß nicht, wo die Machnauer Straße ist. Vielleicht ist sie weiter durch. Nutestraße, Ende der Umleitung. Oder Nutestraße. Das ist ein M, stimmt. Nee, mach nur. Ach nee, da waren wir ja schon. Stimmt, stimmt, stimmt. Ups. Ist 30 hier, aber wie gesagt, von 7 bis 17 Uhr sogar. Nicht bis 22 Uhr, also ist hier 50. Also ist hier 50. Schweizhopf Hoffer Park. Oh, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Hier halten wir gar nicht. Deswegen. Ja, ich wollte gerade sagen, hier halten wir ja gar nicht. Wir fahren jetzt wohl durch. Deswegen ist die Fahrzeit auch so viel. Aha. Dann können wir hier auch den Tempomat auf 50 wieder stellen. Das passt ja sehr gut. Ich wollte gerade sagen, nee. Jetzt ist hier aber was faul. So, da geht sicherlich keiner mehr rüber. Drei Minuten haben wir noch bis zur nächsten Haltestelle. Das ist ja hier, ja, wie auf dem Wünsch-dir-was-Konzert.
Knutestraße. Müssen wir hier bei der nächsten nochmal abchecken. Wenn da drüben keine N10 hält, dann halten wir hier auch nicht. Würde ich mal behaupten. Am Rehwechsel. Man kennt's. Boah, ist das hier dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln, wa? Erstmal Fernlicht hier an. Können wir auch wieder ausstellen. Wird's mal wieder kurz hell. So, 2 Minuten 30 haben wir noch. Huch. Da kommt uns wer entgegen. Und da haben wir eine rote Ampel, beziehungsweise jetzt grün. Können wir den Tempomat auch wieder anmachen. Ah ne, den habe ich gar nicht ausgestellt. Ich dachte, ich bin schon leicht aufs Dingens gekommen. Gut, dass die letzte Achse mitlenkt, sonst wären die da hinten durchgeschüttelt wie sonst was. Ah, jetzt sollten wir ein bisschen bremsen hier. Tell Tower Damm. Müssen wir jetzt... Ah ne, der Bus. Der andere Bus fährt dort. Ah. Ich verstehe, ich verstehe. 30 für LKWs, also ist auch 30 für uns. So, jetzt sind wir in Teltow. Teltow. Schöne Zweierkreisel hier. Da kommt keiner. Das ist freudig. Können wir gleich die andere Spur auch noch ein bisschen mit benutzen. So. Jetzt will ich aber eben nochmal schnell gucken, ob das hier richtig war. Weil ich habe hier keinen Bock irgendwie. Joa. Da hat oben die Navigation nicht reingeschießen. Ne? Sonst hätte ich auch einen Klaps um den Popo gegeben hier. So. Weiß gar nicht, hier sind 30, oder? Hm. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. So. Nutestraße immer noch. Eine Minute, da sollen wir da sein. Was zeigt unser Gerät? Wie weit ist sie noch? Nutestraße sollte jetzt gleich kommen. Ah, da. Mal da. Passt das mit den 27 Metern aber nicht. 21, ups. Da passt das irgendwie nicht. Und mit der Fahrzeit kommt das gut hin. Oh, ich habe schon eine weitergeschaltet. Das wollte ich eigentlich nicht. Nice Straße. Oh. Ja, vielleicht mal bremsen, ne? Aber es will ja eh nur... Wir aussteigen, also halten wir ein bisschen weiter vorne. So. Nudelstraße. Und Abfurz. Null Fahrgäste. Können wir das hier auch ausmachen, das Fahrgastlicht. Im Dunkeln ist es munkeln. Einkaufszentrum Oderstraße. So, die letzten zwei Haltestellen, beziehungsweise drei. Ne? Hier möchte eh keiner mit. Können wir den Tempomat auch wieder benutzen? Setzgeschwindigkeit. Nice Straße, da ist alles nice, du.
Hier kommen wir gut durch. Und den Terminus sehe ich schon. So, nice Straße, jemand mit? Nein. So, dann schildern wir bestimmt gleich um. Jo. Bus endet hier. Wartestraße, Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Oh. Terminus, please leave Irgendwie the bus here. Ist er ein bisschen gerutscht gerade. So. Please leave the bus here. Ja, so viele Hilfspfeile da hinten. Da fahren wir links. So wie Omsi Navigation sagt. Würde ich mal behaupten. Gerade ist noch grün. Da kommen wir noch rüber. N10. Ja, du. Oder wird's nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Hat auch alles noch gepasst. So. Wartestraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. So. Alles okay. Zu früh zu was? Ja gut, weil wir, ne? Fahrzeit. So. Wir machen den Motor an, aus, legen die Feststellbremse ein, machen den Blinker nochmal zu guter Letzt aus. Und dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Ist es na klar, wie immer euch überlassen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert. Abonnieren ist kostenlos. So wie auch ein Google-Konto. Ich bedanke mich fürs Zusehen des Videos. Ich bin's, euer Sevetal Let's Player. Ihr dürft mich na klar auch Pierre nennen. Ciao. Ciao.